Namen. Im Namen des Mondes informieren wir euch. So, hallo und herzlich willkommen zum Frage- und Antwort-Panel mit den Dominik Auer, der deutschen Synchronsprecher, der Stimme von Tuxedo Mask oder Inuyasha oder von vielen anderen Charakteren. Vielen Dank, dass du heute hergekommen bist nach Frankfurt zum Cosplay. Sehr gerne. Uns freut es auch. Mein Name ist Sailor Moon German. Ich moderiere heute quasi kurz dieses Frage- und Antwort-Panel, aber ihr seid hier die Hauptakteure, denn ihr könnt euch jetzt Fragen überlegen, die ihr dem Dominik stellt und du wirst dann mir versuchen zu beantworten. Erzähl doch mal kurz zu dir selber. Wer bist du denn? Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin der Dominik Auer und bin hauptberuflich Synchronsprecher. Schreibe auch sehr viel, viel Dialogregie, wie es bei uns in der kleinen Mini-Branche so heißt. Das ist quasi die Leitung, die in der Regie übernommen wird oder die man mit der Regie macht, wenn man dann die ganzen verrückten Synchronsprecher zusammen hat und ihnen sagen sollen, wie sie was betonen sollen, damit die Fans nicht aufschreien und sagen, das heißt aber so und so. Das mache ich auch unter anderem. Von Sailor Moon gesprochen bis Inuyasha, jetzt auch seit mittlerweile auch wieder 6-7 Jahren für die Kleinen vielleicht. Phineas und Ferb machen wir, da mache ich auch Buch und Regie und spreche den kleinen bösen Buford, der meine kleinen Banshee immer durch die Menge nimmt. Ich habe angefangen, ich war relativ junger Einsteiger mit 9 Jahren. War ein Jahr, da gab es sehr viele tschechische Kinderserien, polnische Kinderserien, die nach Deutschland kamen und sehr wenige Kinder, die gesprochen haben. Und dann haben sie händeringend überall gesucht, in Schulen und in Kindergärten. Und unter anderem gab es da eine Aufnahmeleiterin, die kannte meine Mutter irgendwie über 14 Ecken. Und wir waren dann mal Pizza essen und dann hieß es, du kommst da jetzt auch mal mit. Und ich sagte, okay. Ja, dann war ich da und ich glaube 3 Wochen später durfte ich dann die erste Hauptrolle übernehmen in Die Kinder von Mühlenthal. Das war eine tschechische, sehr schöne Kinderserie, die nur 2 Staffeln hatte, aber sehr nett gemacht über einen Storch, der eine Familie da besucht und mit den Kindern diverse Abenteuer erlebt auf einem Bauernhof. Und das war sehr nett und wir hatten da sehr viel Spaß und haben da die erste Staffel gemacht. Und irgendwann im nächsten Jahr, im Sommer, kurz bevor die nächste Staffel losging, standen auf einmal der Hauptdarsteller inklusive Familie bei uns vor der Tür und wollten uns besuchen. Und dann haben wir mit denen 3 Wochen verbracht und es war sehr nett und sehr spannend. Kleinere Sprachbarrieren, weil Tschechen jetzt nicht so wahnsinnig viel Deutsch sprechen und nicht so wahnsinnig gut Englisch. Man hat sich mit Händen und Füßen verständigt, aber es war sehr lustig. Und so ging dieser Werdegang, dann macht man die eine Serie und die andere. Und meine Mutter hat immer gesagt, solange es in der Schule gut läuft, kannst du da machen, was du willst. Und da das Gott sei Dank immer der Fall war, hat sich es dann eben so ergeben, dass man mehr gemacht hat. Irgendwann die Schauspielrichtung natürlich auch vor der Tür stand. Dann die Ausbildung gemacht in Amerika, 2 Jahre auf einer Schauspielschule. Und dann war die Karriere eigentlich schon klar, wo sie hingehen soll. Und da ist sie jetzt mit vielen schönen Serien und vielen schönen Kinofilmen. Ist auch das ein oder andere Billigprodukt mal dabei, aber da muss man, glaube ich, in jeder Branche durch. Aber wir hoffen nicht zum Beispiel Serien wie Sailor Moon? Nein, auf keinen Fall. Das war auch ein Ding, das wir sehr lange gemacht haben und sehr lustig war. Mhm. Ich habe leider nur immer sehr wenig davon zu Gesicht bekommen, weil man sieht ja als Sprecher immer nur Bruchteile davon. Und die Zeit, die dann immer weniger wurde, auch sich meine Szene komplett anzuschauen, nachdem man sie bearbeitet oder besprochen hat, ist dann in der heutigen Zeit auch nicht mehr so vorhanden. Und vorne ab solche Sachen sich anschauen, darf man dann in der heutigen Zeit auch nicht mehr, weil die Firmen ja so wahnsinnig Angst haben, dass da was im Internet landet, ohne dass sie einen Cent damit verdienen. Das ist dann immer so die Problematik. Das geht dann bis hin zu
Wir nennen das Adventskalender-Synchron. Das hatten wir beim Hobbit beim letzten Teil. Da spreche ich den Bart. Da kriegen wir dann das Material so angeliefert, dass das quasi komplett schwarz ist und nur wenn einer spricht, öffnet sich dann so ein kleines Fenster im Bild und dann sieht man den Mund sich bewegen. Aber man hat keine Vorstellung von dem, was da in der Szene passiert, was im Hintergrund passiert, dass man sich darauf einstellen kann, was ja alles wichtige Aspekte sind, um eine Szene wirklich so gestalten zu können. Als Sprecher hat man nun mal nur die Stimme und nicht die komplette Ausdrucksmöglichkeit des Körpers, um eine Szene zu gestalten. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, da machen es uns die Amerikaner nicht ganz so leicht, diese Sachen dann schön und konsequent und fein durchzusetzen. Und ja, das ist mal so ein grobes Bild von dem, was wir so machen. Klingt sehr interessant, danke für den kurzen Einblick. Ja, habt ihr schon erste Fragen an den Dominik rund um seine Arbeiten, um die Serien, sei es jetzt Sailor Moon oder Inuyasha oder auch andere Serien? Du warst ja auch in vielen anderen aktiv. Was mir jetzt aus dem Schickreif ausfällt, wäre zum Beispiel eine schrecklich nette Familie. Genau, das kommt dann immer hier so an auf den Altersdurchschnitt, wer das überhaupt so geguckt hat in den 90er Jahren. Das, doch ein paar. Ja, der Bud Bundy, das war so meine erste große, größere Rolle, die über 11 Jahre mich begleitet hat. Also eigentlich seit ich angefangen hatte mit 10 war ich glaube ich, bis ich 18 war, 19. Letzte Staffel hatten wir dann mit 21 gemacht, genau. Da war nämlich dann eine Pause. Ja, das war so die Serie, wo ich am meisten gelernt habe, weil so Größen wie ein Erik Schumann neben mir stand, der den Hund gesprochen hat, der die Texte geschrieben hat, der die Regie gemacht hat. Großer Schauspieler aus den 60er Jahren, hat Tatort-Kommissarin gespielt und unfassbar viele Rollen gesprochen. Unter anderem, glaube ich, sogar John Wayne, irgendwann in den Mitte-60ern. Von solchen Leuten lernt man einfach sein Handwerk. Und mittlerweile ist es so, dass auch durch Zeitgründen viele Rollen geixt werden. Das heißt, dass man halt nur alleine vor dem Mikrofon steht und nur seine Sachen aufnimmt, seine Sätze. Früher war es gang und gäbe bis 2001, bis zur Kirchenpleite, sage ich jetzt mal, dass immer 3, 4, 5 Sprecher am Pult standen, miteinander das inszeniert haben und miteinander diese Szene gesprochen haben. Und da hat man natürlich viel leichter sich was abgucken können von den Großen. Und ob das ein Christian Tramitz war oder ein Erik Schumann, von denen lernt man einfach sehr schnell sehr viel. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt und das ist gerade Gott sei Dank wieder so ein bisschen am Rücklaufen, weil jetzt auch diese ganzen Jungen, mit denen ich aufgewachsen bin in der Branche, jetzt auch an den Hebeln sitzen und viel Regie machen und Bücher schreiben und die tendieren auch wieder dazu zu sagen, man ist nicht schneller allein, es ist eigentlich eher genau das Gegenteil und die Filme werden schöner, wenn man miteinander spielt und mit mehreren Leuten am Mikro ist. Das wird einfach originalgetreu. Ich sehe das fest schon ein anderes Punkt. Komm rein. Da seid auch ihr, glaube ich, so ein bisschen gefragt. Wir haben wahnsinnig viele Fans aus allen verschiedenen Bereichen, die immer natürlich als Fan vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind und sich vielleicht nicht so trauen, auf die Leute zuzugehen. Wir sind ganz normale Menschen hier und machen auch nur einen ganz normalen Job. Mit dem Unterschied vielleicht, dass es am Tagesende vielleicht 10 Millionen Leute sehen, aber uns kennt ja keiner. Ja. Also wenn ich die Straße runterlaufe, weiß keiner, dass ich 30 Mal am Tag im Fernsehen zu hören bin. Das merkt man nicht. Und das mögen die meisten in der Branche eigentlich sehr gerne, dass man diesen Wow um sich herum nicht hat, weil ja, das ist eine ganz spezielle Art von Leuten. Es gibt sehr viele Schauspieler, die wahnsinnig Wert drauf legen, umhimmelt und umjubelt zu werden. Das ist bei uns jetzt nicht so. Wir mögen es eigentlich ruhig, um auch ein Privatleben zu haben, das man dann definitiv nicht hätte.
Wenn man ja auch nicht nur audiovisuell bekannt wäre. Und bei den Fans, ich habe es jetzt wieder gemerkt, wir hatten einen großen Film, mir fällt jetzt gerade leider der Schauspielname nicht ein, einer von den Hauptrollen von How I Met Your Mother, den der Hubertus von Leichenfeld spricht. Der Brennan heißt er. Jason Siegel, dankeschön, genau. Hat auch wieder einen großen Film gemacht letztes Jahr, einen Comedy-Film, und da ging es auch darum, in Berlin gibt es einen Dennis Schmidt-Voss, der gerne so ein bisschen alles an sich greift, was an Rollen hergeht. Er hat schon 20 Feststimmen und wollte den auch wieder haben. Jetzt hat aber der Hupsi den schon in 400 oder 200 Folgen How I Met gesprochen, passt super auf diese Rolle drauf. Und Dennis hat sich vorgewiegelt und wollte den unbedingt sprechen, kannte die Regisseurin und hat sich dann so ein bisschen angebiedert. Und dann hat das die Fangruppe im Internet mitbekommen. Und dann haben die im kleinen Konglomerat von 30 Leuten so einen Aufstand gemacht beim Sender, dass der Dennis zurücktreten musste und der Hupsi wurde nach Berlin eingeflogen und durfte die Rolle sprechen. Also egal wie klein ihr glaubt, von der Menge her an Leuten zu sein, den Mund aufzumachen, bringt immer was, egal in welcher Form. Und wenn euch irgendwas wichtig ist und wenn irgendwer Fehler macht, weil wir kriegen oft diverse Synchronisationen um die Ohren gehauen, wo keiner eigentlich weiß, was da dahinter steckt. Viele meinen dann, oh, die Synchronsprecher waren betrunken oder die hatten keine Lust. Ist nie der Fall. Die Synchronsprecher geben sich so wahnsinnig viel Mühe, haben es aber einfach mit großen, großen Firmen zu tun, die nur aufs Geld schauen. Und egal, ob das Warner Brothers ist oder Sony oder egal, wie sie heißen, da kommt das ursprüngliche Problem her. Ich habe jetzt ein riesengroßes Theater mit dem letzten oder vorletzten, nee, dem letzten Teil von Hobbit, über das ich eigentlich gar nicht reden darf, aber wir sind ja unter uns. Und im Internet. ja, das müsstet ihr dann vielleicht muten. Ja, da gibt es dann auch so diverse Gespräche, wo Trailer gezahlt werden sollen, die dann einfach nicht so wirklich, da heißt dann, nö, wir haben kein Budget für den Trailer und deswegen muss ja klein gezahlt werden. Die haben mit diesen Filmen mittlerweile mehr als, ich schätze mal in Deutschland, 2-3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. So ein Trailer in der Synchronisation kostet 3.000, 4.000 Euro. Also, wovon redet man da? Viele Redakteure oder viele große Firmen haben auch leider mittlerweile durch dieses generelle Geiz ist Geil-Syndrom sehr viele alte Redakteure rausgeschmissen und buchen und holen sich nur noch Praktikanten. Die sagen uns dann, wie wir was zu machen haben, also zum Beispiel Texte. Da sitzt dann ein Redakteur da, ich schreibe ein Buch für, was weiß ich, Veronica Mars oder irgendeinen Film. Diktator haben wir gemacht vor 2 Jahren, der war sehr lustig. Und dann sitzen da Redakteure und die sind jünger als man selbst, die sind zwischen 20, 22, 24, wann man halt ein Praktikum macht. Und sagen einem, wie man das machen soll. Und das klingt doch eigentlich so. Und im Original sagt er eigentlich das. Und dann sagt man aber, nee, ich mache den Job seit 20 Jahren, ich weiß, was da gemeint ist, bitte lass es mich doch so machen. Nee, das geht nicht. Das müssen wir schon mal das machen. Also da kommt so ein bisschen, dass ihr auch mal eine Ahnung kriegt, wo das alles so herkommt. Die Sprecher bemühen sich alle, die Regisseure bemühen sich alle, die Autoren bemühen sich sehr, an diesem Original so gut dran zu bleiben wie möglich, weil das ist für mich die Hauptaufgabe in diesem Beruf, so objektiv wie möglich, was im Original gemeint ist, rüberzubringen, um den Witz zu erhalten, um die Dramaturgie zu erhalten, um egal was es ist zu erhalten. Und da gibt es einfach mittlerweile in diesem Konglomerat von Pyramiden, von viel Geld und vielen großen Firmen, Leute, die sich immer mehr vom Kuchen abschneiden wollen und die normal arbeitende Bevölkerung bis hin zum Kunden gar nicht mehr zu bezahlen. Oder halt sehr wenig. Deswegen ist es wahnsinnig hilfreich und deswegen bin ich auch so froh, dass hier heute im Gesamtwerk dieses Hauses so viele Leute anwesend sind und auch hier im Raum. Finde ich super. Vielen, vielen Dank an alle.
Es gibt die Fans und die sind da. Und jeder, jeder Aufschrei oder jedes Thema, das man selber hat, und wenn man das teilt mit anderen Leuten, da ist man meistens nicht alleine, wenn einem irgendwas aufstößt. Und diese Firmen, die kriegen dann schon sehr schnell mit, wenn jemand oder eine Gruppe laut wird. Und da kann man was machen. Es ist nicht so, dass man so mit kleinen Kämmerchen dann da sitzt und sagt, oh, ja, da hört ja eh keiner auf mich. Wie auf so eine Convention gehen, alleine das ist schon ganz großes Kino. Weil die Leute einfach merken, da passiert was und da geht was. Und dann kriegen die Firmen auch mit, aha, da kann man ja vielleicht auch das ein oder andere Merchandising-Produkt verkaufen. Und schon sind sie auch dabei. Also vielen Dank hier erstmal in die Runde an euch, da immer so zahlreich zu erscheinen und sich stundenlang in irgendwelche Kluften zu schmeißen, selber zu kreieren und da großes Herzblut reinzuschmeißen. Danke. Ein Applaus. Ja, dann fange ich doch mal mit der ersten Frage an, würde ich sagen. Der Cos Day ist deine erste Convention, oder? Ja. Deine erste Convention. Wie bist du an diese Einstellung hergekommen, zu wissen, okay, es gibt teilweise verkleidete Leute oder dass auch dieses Thema Anime-Manga so gehypt wird, dass Leute herkommen oder dass du dann Charaktere siehst, die du gesprochen hast, wie ein Tuxedo-Mask? Thorsten ohne Haar ist da vorne. Warum hast du gesagt, okay, ich komme jetzt auf den Cosplay? Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe diverse Male Veranstaltungen in dieser Form für andere Produkte schon mal gesehen, aber natürlich nicht so spezifisch wie dieses. Ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Ich habe es ein bisschen recherchiert im Internet und nachgeschaut, aber man kann sich da nicht wirklich ein Bild drunter machen, wenn man es nicht mal gesehen hat. Es ist total crazy, was da draußen los ist. Und ich finde es super. Ich bin jetzt nicht der große japanische Anime-Nerd, aber ich sehe in dieses Panel-Brief, in diesen kleinen Zettel rein und sehe, es werden Magic-Turniere finden statt und Verkleidungs-Workshops und Schauspieler-Workshops. Das finde ich einfach super geil, weil es jeder hat so irgendeine Form von Nerd in sich. Und es ist ja nichts anderes als das damalige altbackene Wort Hobby und Briefmarken sammeln. Das hat sich halt einfach gewandelt in 30, 40 Jahren. Und das ist jetzt daraus geworden. Und jetzt trägt man halt seine Briefmarken auf dem Kopf oder auf der Schulter. Aber es gibt sie. Jamel, eine Frage? Ja, und zwar, jetzt hast du ja gesagt, dass die Serie Sailor Moon zum Beispiel so ja noch gar nicht wirklich gesehen hast, sondern nur so deine Parts hattest. Würde es dich denn reizen, mal die komplette Serie zu gucken, oder gibt es da so eine gewisse Hemmung, dass man, oder gar kein Interesse, jetzt vollständig das zu sehen? Interesse auf jeden Fall. Also ich sehe immer wieder Sachen. Ich glaube, ich brauchte einfach damals, wir waren da auch schon noch ein gutes Stück jünger, so ein bisschen Abstand. Also ich habe mir früher niemals freiwillig Sachen angeschaut, wo ich auch nur mit einer ganz kleinen Rolle dabei war. Das fand ich immer doof. Doof und peinlich und irgendwie sehr strange. Weil man sich dann nicht so reinversetzen kann. Wenn man in einen Film oder in eine Serie reingeht, finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich reinziehen lassen kann und dann in diese Welt, in diesen Bildern verschwindet und dann da drin ist. Und wenn man sich selber hört, dann geht das nicht. Das funktioniert einfach nicht in der Form. Ich sehe immer wieder Sachen, ich sehe jetzt auch sehr häufig immer wieder und bleibe dann auch dabei. Schrecklich nette Familie und Roseanne, Beverly Hills läuft auch wieder rauf und runter. Da bleibe ich dann auch dabei und gucke es mir an. Und ich habe auch schon einige Sailor Moon Folgen gesehen. Inuyasha gucke ich mir gerne an, weil ich es einfach wahnsinnig lustig finde. Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber es ist lustig. Ja, man bleibt gerne dabei. Also das sind schon Sachen, die einfach Spaß gemacht haben. Und finde ich gut. Ja, und
weil Sie es schon angesprochen haben mit diesen... Du bitte, ich bin okay, nicht so alt. Ja, ich wollte nicht. Also, da hast du ja schon angesprochen, dass viele Male immer nur dieser Hund zu sehen war und früher und jetzt hat man nur alleine steht. Weil das, was ich mal an so einer Manga-Serie auch so faszinierend finde, auch bei Sailor Moon jetzt eben auch, sind diese kleinen Geräusche immer, die jetzt nicht gesprochene Sätze, sondern wie so oder diese kleinen Geräusche. War das dann da wirklich jetzt so, dass du da allein gestanden bist? Oder war da eben dann quasi Sprecherin Sailor Moon oder von Chip User oder wer auch immer dann dabei, damit man diese Mini-Geräusche, die quasi so eine gezeichnete Kiste dann quasi lebendig machen, dann dabei, oder war das wirklich dann so ganz alleine und man musste das irgendwo her sich ziehen quasi? Also bei Sailor Moon war es bei einer Firma gelandet, nachdem der Matthias von Stickmann das gemacht hatte, der erste Sprecher, genau. Der hat auch Regie und Buch damals schon gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er auch für die Sailor Moon Regie gemacht hat. Er hat das Dialogbuch gemacht, soviel ich weiß, und ja. Regie aber mit Twelman wahrscheinlich. Ging das dann nach der ersten Staffel zu einer anderen Firma, die das dann bis zum Ende, glaube ich, sogar weiter gemacht hat. Und die haben das schon relativ früh etabliert mit diesem alleine vor Mikro stehen. Das war eine kleine Familienfirma im Süden von München und die hatten gar nicht die Kapazitäten da großartig mehrere Leute vor Studio stellen, weil das Studio war mehr oder weniger in einem ehemaligen Schwimmbad reingebaut, in so einer kleinen Villa. Und da hat das stattgefunden. Die meisten Sachen, die wir bei Sailor Moon gemacht haben, die hat man alleine gemacht. Ganz am Anfang gab es noch ein, zwei Staffeln, wo man noch immer mal wieder zusammen vor Mikro war. Aber da war jetzt noch nicht der Zeitdruck da. Also da hatten wir auch die Möglichkeiten, die Szenen vorher anzuschauen komplett und das dann zu bearbeiten und dann nochmal anzuschauen, ob es gepasst hat. Da wurde auch schon ein bisschen zeitlich angezogen, aber das war alles noch nicht so wild, wie es jetzt in der heutigen Zeit gemacht wird. Dieses für mich ganz Schlimme, generell durch die ganzen Branchen oder durch die ganze Welt mittlerweile, dieses Geiz ist geil-Syndrom, das kann ich halt nicht unterstreichen. Ich finde es einfach generell wichtig, dass egal, ob ein Bäcker oder ein Müllmann, der macht seinen Job und das muss bezahlt werden. Und ich kann nicht erwarten, dass ich ein Handy für 1 Euro kriege und das dann einfach für lau bekomme. Das hat aber schon wieder so ein paar positive Rückstellungen. Leute merken das, Leute sehen das, dass nun mal Projekte oder Produkte, die was wert sind, die kosten dann einfach ein bisschen was. Und ich finde es auch schön zu sagen, heute kauft man sich ein iPhone 5C, schieß mich tot, irgendwas, ein Fernseher, Flatscreen für 3 Euro, null Finanzierung, super. Aber wo ist denn die Freude, die ich früher hatte, wenn ich was Teures mich drauf hingespart habe und dann habe ich es irgendwann, dann ist es meins. Und es hat dieses Gerät oder dieses, was man auch sich immer gewünscht hat, viel in höhere Sphären gejagt und gesagt, das ist was, worauf ich hinspare und das finde ich toll. Dieses Geil-ist-geil-Syndrom, das nimmt das alles ein bisschen so weg. Und ich sehe schon ein bisschen die Tendenzen und hoffe auch, dass es wieder zurückgeht in dieses Was ist es wert? Weil wir kämpfen auch sehr und das ist halt das, was ich jetzt damit meine, dass das halt immer schlimmer geworden ist oder immer anstrengender. Und da war das noch wunderbar, da konnte man noch gemütlich aufnehmen. Der Standard war damals mit 25, 28 Takes, 25, 27 vielleicht. Ein Take ist zwischen 5 und 10 Sekunden lang gewesen. Das ist ein guter Schnitt gewesen. Heute gibt es Serien in Berlin bis zu 42 Takes die Stunde. Die machen, egal was für eine Serie es ist, 20 Minuten an einem Tag fertig. Okay. Und dementsprechend laut sollten die Fanstimmen sein, wenn was scheiße ist. Nicht ins Netz reinschreien, boah, was habt ihr für eine scheiß Synchro, ihr scheiß Synchronsprecher, sondern eher die Firma sich anschauen und schauen, wer hat's gemacht. Ist es ProSieben, ist es Warner Brothers, ist es Sony, was soll das? Immer versuchen, neutral zu bleiben und erstmal nachzufragen, warum ist denn das scheiße und wer ist denn da schuld?
und ihr werdet ganz schnell Antwort kriegen. Es ist sehr erstaunlich, wie sie darauf reagieren. Und damit haben wir zu kämpfen, weil wir sind eine Branche, wir haben keinen Verband, wir haben keinen Verdi. Und sie versuchen uns seit 10 Jahren, jetzt mehr oder weniger seit Kirch, so in den Keller zu dumpen, dass Leute, die neu in die Branche reinkommen, damit habe ich jetzt nicht so Probleme, weil ich einfach Nein sagen kann. Ich habe zwar auch schon mittlerweile eine große Familie und pipapo, man muss auch schauen, wo man bleibt. Aber gerade Neulinge oder alleinstehende Mütter mit Kindern kriegen halt Angebote, die sind unterirdisch. Und da brauchen gerade wir die Fans zu sagen, nö, das machen wir so nicht mit. Das wäre mein einziges Anliegen heute, aus meiner Sicht zu sagen, danke für das viele Erscheinen und zahlreiche Erscheinen. Und so wie das alle machen und wie ihr euch so nach außen gebt, genauso solltet ihr auch im Internet erscheinen, optisch wie vom Text. Weil keine Stimme ist klein genug, jeder wird gehört. Man mag die Resonanz nicht gleich mitkriegen, aber es geht ganz, ganz schnell. In kleiner Menge. Interessant. Danke dir für den... wenn ich das jetzt zum Beispiel wieder aus der Sailor Moon Sicht sehe, da gab es so prägnante Fälle damals. Ich weiß nicht, wie es liegt auch lange zurück und man kann sich jetzt nicht erinnern. In der deutschen Fassung heißt Sailor Moon im Zivilnamen Bunny. Mhm. Ihr Originalname ist aber Usagi. Mhm. Und es wurde eigentlich durch die ganze Serie Bunny zu ihr gesagt. Und da gab es halt so Sequenzen. Nee. Bitte? Nee, ich glaube, das will ich aber gerade sagen, dass es manchmal Folgen gab, da sagt man auch auf einmal Usagi. Genau, da gab es Folgen. Da sagt zum Beispiel der Tuxedo-Mask Usagi. Ja. Da denken wir uns, warum, weshalb? Natürlich nachher durch das Internet und damals ohne Internet wussten wir das alle nicht, dass Usagi ihr Name ist. Wenn du zum Beispiel dein Skript siehst und du weißt ganz genau, wie diese Figur heißt, die heißt Bunny und du siehst da und da siehst du Sailor Moon rennen und du musst Usagi sagen, denkst du dir, hä, das stimmt doch was nicht. Kann man da noch diskutieren mit dem Regisseur oder war es damals zu dieser Zeit? Nein, du musst das jetzt sagen. Nein, definitiv. Es gibt immer wieder Diskussionen und gerade bei Sprechern, die ein bisschen aufpassen und wach sind, was da so gesagt wird. Damals wurde das, glaube ich, auch einfach so ein bisschen unterschätzt. Das war eine Serie, man muss immer sehen, zu der Zeit, zu der wir das aufgenommen haben, gab es noch keine Fans, weil es gab es noch nicht im Fernsehen in der großen Form und auch noch nicht in dieser breiten Masse von Menschen. Und da hat man das Beste draus gemacht und ist natürlich noch nicht in diesem Wahnsinn, boah, wir müssen vorsichtig sein, weil da gibt es eine Buchauflage oder eine Fangemeinde von 500.000 Leuten, die treten uns dann auf die Füße, wenn wir da irgendwas falsch machen. Man diskutiert über die Namen, man diskutiert über die Aussprache, die Aussprache, das ist auch immer ganz wichtig, gerade bei den japanischen Geschichten, weil es bei uns einfach... Die meisten Worte, wenn man jetzt auf der zweiten Silbe betonen würde, ist es im Japanischen genau andersrum oder bei den Japanern eher auf der ersten Silbe und dann bei uns andersrum. Da kann man sich ganz böse in die Nesseln setzen, nicht nur den Namen falsch zu sagen, weil er halt im Japanischen in der Serie 3 verschiedene Namen hat. Dann ist er noch mal maskiert, dann hat er noch einen dritten Namen. Da muss man sich natürlich auskennen. Jetzt hat man nicht immer einen japanischen Übersetzerexperten dabei, sondern nur diese englische Originalübersetzung, die Conti. Wo man auch nicht weiß, also von wem das dann eigentlich geschrieben wurde. Und da hält man sich dann dran. Wurden quasi damals die Skripte zu Sailor Moon aus dem Englischen dann eingedeutscht? Genau. Okay. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Also das ist der normale Werdegang. So war es auch, denke ich, bei Inuyasha. Mhm. Da wurde nochmal gegengecheckt mit einem Anime-Spezialisten, dass das auch passt. Weil das ist halt das wirklich Schwierige und das Hauptproblem an den japanischen Produktionen, dass man nicht reinhören kann, wie spricht das denn aus? Ich brauche jemanden, der es mir sagt, wie man es ausspricht im Deutschen. Weil es ist nicht so wie im Amerikanischen, dass er sagt, hey Tommy, ah ja, okay Tommy. Das klingt halt im Japanischen ein wenig anders. Und das ist so ein bisschen das Problem dann gewesen, wie mit Namen oder sonstigen oder Aussprachen, dass da gerne mal was aus dem Ruder lief, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so wahnsinnig daneben gelaufen. Sailor Moon, ich glaube, bei Pokémon ist es immer schwieriger gewesen, weil da gab es einfach in jeder Folge 450 kleine Tiere, die einen Namen haben. Meiner hatte immer nur Chabunga, Chabunga. Der hieß, glaube ich, auch so. Ja, sehr lustig.
Bitte. Ja, und da haben sich mir jetzt gerade zwei Fragen auf einmal aufgetan. Und zwar zum einen, weil du hast jetzt gesagt, es wird ja aus dem Englischen genommen, aber gerade die Namen sind ja gerade jetzt im oder amerikanischen ganz anders. Da heißt der Bunny jetzt auch Serena und oh Gott, die haben da wirklich alle anderen Namen. Und deswegen war ich jetzt immer der Meinung, okay, die haben das dann doch irgendwie größtenteils doch aus dem Japanischen entnommen. Und du redest jetzt von der englischen Synchronisation. Genau, weil du ja jetzt gesagt hast, dass diese Namen dann sozusagen... Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die englische Synchronisation ist nicht das, wovon wir das kriegen oder nehmen, sondern die haben jemanden da sitzen in ihrem Team, der das quasi für weltweit übersetzt, der diese japanischen Texte in eine englische Conti, also in ein englisches Originalskript. Ah, okay. Und das kriegen dann Italien, Spanien, Frankreich geschickt als Hilfestellung zu dem japanischen Skript, das die meisten Länder nicht lesen könnten, weil sie können kein Japanisch. Und darauf verlässt man sich dann mal in erster Linie. Und je nachdem, für ein Projekt, wenn noch die Möglichkeiten auch finanziell da sind, sich noch einen japanischen oder einen Originalsprachler dazuzunehmen und oder einen, in dem Fall, Anime-Experten, dann kann der dem nochmal sagen, also da haben sie ein bisschen gepennt bei der Übersetzung, die Japaner, weil das sagt er einfach anders. Und da schleichen sich dann gerne mal die Fehler ein. Ah, okay. Ja, da wäre dann noch die zweite Frage, ob das, also die jetzt so ein bisschen noch darauf mit anschließt. Zum Beispiel jetzt bei Inuyasha. Bei der Serie, da wurde sozusagen alles mehr auf dieses Deutsche geguckt und in den Filmen aber sind dann auf einmal die ganzen Suffixe dazugekommen, wie Chan und San und auch die Aussprache ist auf einmal ein bisschen anders geworden, wirklich mehr japanische Aussprache. Ist das der Produzent, der dann zu einem da sagt, wir machen das hier jetzt anders oder? Was hat ihr denn besser gemacht? Ich fand das schöner mit den Filmen, also ja. Ja, wieso? Einfach wirklich, es hat einen anderen Hauch, einen anderen Flair. Das kann man nicht beschreiben, es ist eine Gefühlssache. Es kommt bei mir einfach wirklich. Es kommt mehr von dem Japanischen durch, wenn man diese Dinge, diese japanische Höflichkeitsform, die es im Deutschen so nicht gibt, beim Anime weglässt. Dann hat es wie bei einem alten britischen Film mit einem Sir, hat es einfach mehr Eleganz, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja, sowas ähnliches. Ja, ihr lobt euch gerade selber, weil die Filme wurden von Fans gemacht. Und deswegen sind die Texte auch anders. Aha. Also bei den Kinofilmen saßen Fans dahinter. Genau. Das ist ja cool. Und das war das Nächste, was ich euch auch auf den Weg geben kann. Wenn es darum geht, Sailor Moon Folgen sind noch nicht synchronisiert oder irgendwelche anderen Serien sind noch nicht synchronisiert, die euch interessieren und ihr tut euch zusammen. Das ist nicht mehr teuer in der heutigen Zeit, das selber zu veranstalten oder selber zu sagen, ich möchte da die Rechte dafür haben und ich möchte das als Fanbase miteinander mit 1000 Fans, mit 2000 Fans zusammen finanzieren. Das geht. Die haben das gemacht und die haben auch das Buch geschrieben. Und die haben dann der kam dann ins Studio und hat es mit begleitet. Der hat gesagt, von Regie habe ich keine Ahnung, das kann ich nicht machen. Ich brauche jemanden, der das normalerweise macht. Und dann saß das Team wieder so da wie bei der Serie, aber er hat mit begleitet. Und deswegen hatte das diesen anderen Touch, den wir so nicht textlich bedienen konnten, weil wir einfach dem Japanischen da nicht mächtig genug sind und es auch von der Conti raus her nicht übersetzt hätten. Aber da hat er halt seine Finger draufgelegt und hat gesagt, nein, das muss so und so heißen. Und wir haben uns dann natürlich gewundert, weil wir natürlich schon jahrelang das so und so aufgenommen hatten und das abgenommen wurde von einem Kunden, der dann einfach keine Ahnung hatte, und von einem japanischen Anime-Experten, der anscheinend auch irgendwie ein bisschen geschlafen hat. Und dann war man etwas verwundert, warum das jetzt in den Filmen alles so anders gehen soll. Aber er war in dem Fall der Kunde und er hat angeschafft. Und deswegen wurde es so aufgenommen. Und deswegen klingt es so, wie es klingt. Okay. Das heißt, wenn ich mich mit, keine Ahnung, 10, 15 Leuten zusammentue und mich an Synchronstudios in München, Berlin oder Hamburg wende und dann sage, hallo, ich würde das gerne machen, dann darf ich das machen.
Oder verstehe ich nicht. Also wenn ich mir gar nicht die Rechte dazu genau. Will, es geht in erster Linie um die Rechte und die sitzen bei irgendjemandem. Und du kannst ja davon ausgehen, dass bei so einer Serie, wenn jetzt bei Sailor Moon, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, noch irgendwie 80, 90 Folgen offen sind, kannst du davon ausgehen, dass die Großen alle kein Interesse dran haben, weil es gibt ja nichts zu holen. Ja? Ist ja da, ich kann ja nicht, wie bei Paranormal Activity, kostet mich $30,000 und ich mache damit 150 Millionen Umsatz. So denken die mittlerweile. Ja? Nur das Superlativ ist Riesenerfolg. Bei Warner, bei Disney war Lone Survivor, wie hieß er mit Johnny Depp, der letzte große? Lone Ranger. War ein Riesenflop. Ja. Eine totale Enttäuschung, dieser Film. Eine Katastrophe, weil er nicht am ersten Tag 220 Millionen Dollar eingeschaut hat. Und so wurde es durch die Presse gejagt. Der Film hat jetzt das Dreifache von dem eingespielt, was er gekostet hat. Aber er ist die größte Katastrophe, die Walt Disney jemals an den Start gebracht hat. Weil sie nicht an jedem ersten Wochenende Spider-Man von 2003 übertrumpfen, der der größte erfolgreiche Film aller Zeiten war. Erster, zweiter Teil, weiß ich nicht genau. So denken die halt mittlerweile. Und deswegen bleiben solche Serien dann auch auf der Strecke, weil, ach, damit kann ich ja nur noch 2 Millionen Euro Umsatz machen. Nö. Nee. Und solche Rechte sind auch nicht so teuer. Wie gesagt, bei dem Film, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben und was die gemacht haben. Die werden einfach frech genug gewesen sein und haben in der Schweiz oder wer auch immer die Rechte hat, das wird die Schweizer Firma sein, mit der ich auch telefoniert habe, wie bei Inuyasha, weil ich da auch nachgefragt hatte. Und dann geht man auf Kickstarter oder auf Petition und sagt, wir sind hier, wir sind 20 Mann, wir wollen das haben. Fangt mal an. Und bei Kickstarter kenne ich es halt so, dass du halt für einen Dollar, den du spendest, oder einen Euro, kriegst du halt dann, wenn es erfolgreich gelaufen ist, ein T-Shirt zurückgeschickt. Bei 5 Dollar kriegst du die DVD zugeschickt. Bei 10 Dollar, die du spendest, kriegst du so und so. Ab 100 Dollar kriegst du eine Premierenkarte mit dazu und was weiß ich. Halt. Ja, weil ich weiß ja nicht, wie aktuell jetzt dein Stand zum Beispiel ist, aber jetzt ist ja gerade ganz neu Sailor Moon Crystal angelaufen, also das Remake, aber komplett wirklich aufgefrischt, alles ganz neu, also die Serie nochmal komplett überarbeitet und ich denke mal, es würde bestimmt schon den einen oder anderen reizen zu sagen, hey, lass uns auch das doch nochmal irgendwie in Angriff nehmen. Genau, also wie würdest du denn jetzt dazu stehen, wenn wir es irgendwie schaffen würden, jetzt wir von der Sailor Moon Seite her, dass wir sagen, okay, das Sailor Moon German Team organisiert jetzt oder versucht, bemüht sich irgendwie den alten Cast nochmal zusammenzutrommeln, hey, es sind zum Beispiel wirklich noch 4, 5 Folgen von Sailor Moon, von der alten Serie offen und jetzt die neue Serie, die ja vor einer Stunde hat die zweite Folge in der Premiere gefeiert, wenn ihr heute Abend sehen will, zu Hause seid, wir schauen auch. Dass man sagt, okay, wir wollen unsere Kindheit weiterleben lassen, lassen diese 5, 6 Folgen neu synchronisieren. Wärst du dann auch jemand, der sagt, ich bin dabei, wie der Tuxedo Master sprechen zum Beispiel? Klar, also wenn es stimmlich noch zu vertreten ist, dass der Unterschied nicht so groß ist, weil es ja doch schon, ich glaube, 10 Jahre sind bestimmt schon durch seit der letzten Folge, da muss man dann schon immer objektiv selbst gegenüber, sich selbst gegenüber sein, dass man dann vielleicht jemanden noch nehmen sollte oder nehmen könnte, der noch ein bisschen jünger ist und ein bisschen besser als meine, an meine jüngere Stimme ranpasst, quasi ein Voice Match, so wie es Disney bei vielen Gesangsgeschichten macht. Und generell klar, okay. Also die Ideen, die da kommen und wenn man auch wieder die Kollegen da gut holt, die auch mit Eva Jascha gearbeitet haben, das war eine super Zusammenarbeit und hat funktioniert. Wir waren sehr skeptisch am Anfang, aber man sieht, dass es geht und dass es klappt. Ich würde jetzt am liebsten wirklich so einen Test machen, wie deine Tuxedo-Mask-Stimme wird. Das Blöde ist, bei Tuxedo-Mask gab es ja keinen Verwandlungsspruch wie bei den Sailor-Kriegern. Aber fällt euch jetzt aus dem Stegreif irgendein Satz, an den ihr mit Tuxedo-Mask verbindet? Es gibt ja die Verwandlung. Man sieht die einmal. Ja. Mhm. Man sieht sie einmal, aber der sagt da nichts. Hat er so einen Anfall. Ja, der hat wirklich so einen Zusammenbruch. Und dann kommt eigentlich schon die Verwandlung, aber er kann sich daran eigentlich gar nicht so wirklich erinnern und weiß nicht, warum es passiert. Aber es passiert einfach. Genau. Die Gefahr steht immer da und schmeißt aber er sagt so nichts. Ja, aber fällt euch jetzt noch irgend so ein Satz ein, so ein typisch aus der Serie?
Mach bitte. Der Rose, bleib stark, Sailor Moon. Sag's doch mal. Ja, bleib stark, Sailor Moon. Bleib stark. Also ich finde, die Stimme kann man doch nicht so geben. Die Stimme wieder. Ja, ja, also ich glaube, die Fans würden das bejahen, ja. Das bestanden. Ja, gibt's noch Fragen? Bitte. Vorab, wie gut sind denn die Erinnerungen an diese spezielle Rolle Tuxedo Mask noch? An die Serie generell meinst du? An die Rolle. Also auch spezielle. Also meine Frage wäre nämlich eigentlich, erinnerst du dich an irgendeine spezielle Situation noch im Aufnahmestudio oder irgendeinen Satz, der gefallen ist, der vielleicht aus dem Zusammenhang heraus besonders lustig oder besonders seltsam war oder irgendwas, was so eine kleine Anekdote an Tuxedo Mask ist? Ja, es ist natürlich ein bisschen länger her, aber man hat natürlich bei Serien wie Sailor Moon, die einfach über viele, viele Jahre gehen, immer wieder Situationen gehabt im Studio. Klar, an die man sich erinnert und die einen weiterführen und die diverse andere Projekte dann auch wieder beeinflussen. Sailor Moon war einer der Gründe, warum ich überhaupt zu dem Inuyasha-Casting dann gegangen bin, weil Animes grundsätzlich schon eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden durch diese Firmen eben, weil sie sagen, das bringt denen nichts ein, dann lassen wir es und lassen es uns schön günstig machen. Und deswegen haben viele Sprecher, sind da immer sehr skeptisch und gehen da immer mit sehr großer Vorsicht überhaupt erst hin, weil sie nicht in diese Gefahr kommen wollen, dass sie wochenlang in Studios stehen, kaum dafür bezahlt werden und das dann, wenn es über viele Staffeln geht, bist du da jahrelang drin gefangen. Bei Sailor Moon lief es immer von Anfang an gut, es war lustig, es war skurril, weil der Tonmeister und der Regisseur konnten mitnichten damit irgendwas anfangen und wussten nicht, was das für ein komischer Text ist, den da diese Autoren geschrieben haben und bei diversen Sachen, Tonmeister, die dann auch da waren, einer hat irgendwie mal so ein bisschen gestottert, der hat dann einfach diese ganzen Namen dann auch sagen müssen in der Mittagspause von diesen ganzen Rollen und kam halt gerade mal über den zweiten hinweg. Und das war dann der Running Gag von dieser Staffel, in der Mittagspause immer alle Namen zu sagen. Diese Laute waren immer sehr lustig, weil es ist mittlerweile gar nicht mehr so, kommt nicht mehr so oft vor, man nimmt mittlerweile viel aus dem O-Ton oder muss viel aus dem O-Ton nehmen, das hat viel mit Rechten auch zu tun, dass man die Sachen bei Pokémon zum Beispiel nehmen muss. Bei Sailor Moon hatten wir das meiste selber gemacht und die Wände in diesem Studio waren immer sehr dünn und wenn man dann vorher schon jemanden, oder wenn man wusste, vorher ist noch eine Kollegin im Studio und man kam aber schon in dieses Keller runtergestapft, in diesen Keller runtergestapft, wo eben früher ein Schwimmbad drin war. Und man hörte schon durch diese Wände ein Mutama! Dann wusste man, die Anke ist schon wieder unterwegs, kämpft sich durch die Horden. Wenn dann auch noch das Telefon geklingelt hatte und irgendwer hat angerufen für einen anderen Job und im Hintergrund lief das dann, dann war das auch immer sehr amüsant, wenn dann eine etwas spießigere Aufnahmeleiterin dran war oder auch mal der Rektor von der Schule, der hat sich dann wahrscheinlich seinen Teil dabei gedacht. Also da gab es sehr viele Sachen, an die man sich sehr gerne erinnert, weil es einfach viele Jahre sind oder waren und da immer wieder sehr kuriose Sachen passiert sind. Mhm. Ja. Okay. Noch kurz, damit ich einhaken kann. War dir das damals irgendwie bewusst oder in den letzten Jahren, wie sehr die Serie Sailor Moon eigentlich präsent in dieser Szene ist? Gab es immer Fans, die dich angeschrieben haben oder Kontakte gesucht haben? Oder war dir das bis jetzt nicht so bewusst, dass Sailor Moon eine erfolgreiche Anime-Serie ist, die eigentlich all das hier geebnet hat? Denn ohne Sailor Moon gäbe es keine Convention quasi in Deutschland, keine Anime-Fans in diesem Stil wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe immer mal wieder ein-, zweimal im Jahr Briefe bekommen, mit der Bitte um ein Autogramm und einem kleinen Poster, was dann immer schon schön beigelegt war und sehr nett geschrieben. Aber
man hat sehr wenig davon mitbekommen. Also von Sailor Moon wie von Inuyasha, wie von, oder von Inuyasha vielleicht noch am meisten über Facebook, aber auch Pokémon, wenn ich jetzt noch jeden Morgen im Lottoladen wäre und wüsste, wie viele Pokémon-Karten da am Counter stehen, wüsste ich auch nicht, dass das so wahnsinnig erfolgreich ist. Und jetzt mit den Kindern weiß man es, weil einfach sehr viele Kiddies da drauf stehen und dieser Sammeleffekt da wieder neu eingeschlagen hat. Das ist einfach ganz groß, aber Sailor Moon und Inuyasha habe ich erst dann mitbekommen, vor ein paar Jahren, wo eben dann einfach auch wirklich, wenn man durch jedes normale Kaufhaus streift und da eben dann auch schon die Radiergummi sieht und alle kleinen Merchandise-Artikel, dann merkt man einfach, da muss ich was tun, weil sonst würden nicht viele Firmen sehr viel Merchandising-Rechte ausgeben, um die Radiergummis verkaufen zu können. Mhm. Aber es kam sehr spät, muss ich auch sagen. Ja. Fragen? Bitte. Also jetzt nochmal zu Inuyasha, weil ich höre öfter, dass Synchronsprecher sich daran reiben, bei Anime zu schreien oder lauter zu werden, weil Inuyasha schreit man dann recht häufig. Wie ist das bei dir? Also hattest du da irgendein Problem? Oder war das für dich sowas ganz normal? Du meinst, dass es Reime im Negativen sind, dass ja, man so genau, viel schreien halt muss? Ja genau, also zum Beispiel jetzt, es gibt jetzt eine aktuelle Serie, da wollten einige Sprecher nicht sprechen, weil es so viel Geschrei ist. Ja. Oder jetzt auch, wenn was Neues von Dragon Ball kommt, dass zum Beispiel sehr viele Sprecher da auch nicht mehr mitmachen wollen würden, weil es zu laut wäre. Ja, das sind dann diverse, ich nehme an, Dragon Ball ist Berlin. Ja. Ja, das sind die Berliner Tiefen. ich habe letztens einen getroffen, der sagt, also ich spreche ja grundsätzlich nur bei Serien mit, wo ich weiß, dass der am Ende der Staffel stirbt, damit ich mich nicht irgendwie finden muss. Berlin und München hat so seine Eigenheiten, wir lieben uns sehr, wir hassen uns aber auch sehr, weil sie halt einfach glauben, sie sind der absolute Größte und die allergrößte. Genau sowas kommt dann auch gerne dabei raus. Die Berliner haben fantastische Sprecher. Das sind, ich würde im Schnitt sagen, sie sind ein gutes Stück versierter und technisch besser als die Münchner oder als die Hamburger, weil sie auch eine größere Masse an Leuten haben. Die sind hervorragend, sind ganz tolle Sprecher. Aber genauso toll wie sie sind, genauso dievenhaft sind sie auch. Und egal welchen Top-Sprecher du mir jetzt nennen würdest, ich könnte dir mindestens drei Geschichten erzählen, wo du ihn dann auslachst. Weil sie sagen, nee, das mache ich nicht. Das ist mir meine Stimme zu schade. Kann ich überhaupt nicht sagen. Also Inuyasha war vielleicht ein bisschen lauter und Sailor Moon auch als sonst, aber gerade in der heutigen Zeit, ich meine, das haben wir vor 10 Jahren aufgenommen, da war die Technik einfach auch noch anders. Wenn du einen guten Tonmeister dabei hast, dann kannst du, ohne großartig zu schreien, das so einstellen, dass du mit 5 cm am Mikrofon in einer normalen Lautstärke sprichst, ohne deine Stimme anzustrengen. Und es klingt am Ende trotzdem so, als würde der in einem Harakiri-Berg 1000 Tode sterben. Also überhaupt kein Problem, eine Serie zu machen. Dragon Ball, klar, es wird viel gekämpft, es wird viel geschrien, viel gefightet. Aber wie gesagt, das kann man heute durchaus mit Technik ausdämpfen, dass es nicht so anstrengend ist. In einem Actionfilm von Statham oder Bruce Willis und Co., da wird nicht weniger geschrieben. Also, finde ich jetzt persönlich nicht wirklich wild. Ja, gut, okay. Aber die gibt's, klar. Was ja, das hört recht. Man halt immer so in letzter Zeit. Da gibt's ein paar Diven und ja, sollen sie es ja nicht machen. Gibt's bestimmt ein paar andere schöne Stimmen. Und danke, die dass das du es so authentisch gemacht hast. Wie das so mit Leidenschaft. Applaus. Vielleicht dieses San Cortezo. Den Angriff. Genau. Ja, Inuyasha ist auch ein bisschen her. Ob das jetzt noch genauso klingt, weiß ich jetzt nicht, weil der war, glaube ich, ich habe den immer ein bisschen mit dem kleinen, die Zähne waren da, glaube ich, immer dabei. San Cortezo! San Cortezo! Nicht ganz so jung. San Cortezo! Vielleicht in die Richtung. Mit Zähnen. Du hast es echt so gesprochen? Ein bisschen, ja. Also bei den Angriffs- oder bei den Kampfgeschichten, wenn er wieder total ausrastet. sie sagt, was sagt sie, wenn er bis ihn immer hinhaut? Mach Platz. Ja, dann war die Nummer fällig. Dann sah er die Zähnchen so schön aufblitzen. Da dachte ich mir, da muss man jetzt vielleicht was Kleines drauf geben.
Und den so ein bisschen lispeln lassen. Okay. Eine kleine Feinheiten, halt, die da so passieren im Studio. Mhm. Das ist ja auch so eine schöne Sache bei Inuyasha, ist immer diese schöne Oh, Gally! Total abfällige, sehr total abfällige Spruch. Was willst du eigentlich? Das ist so ein Typ, passt aber total zu Inuyasha. Ja, das war auch eine sehr schöne Produktion, die viel Spaß gemacht hat. Waren auch viele Leute dabei, von, die bei Sailor Moon angefangen hatten. Und auch immer noch dabei waren. Das hat sich ja ein bisschen überlappt. Ja, teilweise schon. Mit der X-Reihe wurde es da ein bisschen weniger, aber klar, man begegnet den Leuten und ob jetzt eine Sabine Bohlmann oder eine Anke Kortemeier, die sind halt einfach hervorragend. Mit der Sabine stand ich mit 9 zum ersten Mal vor dem Mikrofon, da war sie 14 oder 15. Also die kenne ich jetzt auch schon seit 20, 25 Jahren. Hervorragende Sprecherin, egal ob als Bart Simpson, sage ich schon, als Lisa Simpson oder bei Sailor Moon oder bei Inuyasha. Phineas und Ferb, war sie auch. Zum Beispiel, da ist sie auch dabei, da spricht sie die kleine Lisa, genau. Super, hervorragend. Und das sind so Leute, die bei Simpsons ist doch auch Sailor Moon Synchronsprecher. Ja, ja, Lisa. Genau, die Lisa, die kleine, die kleine Schwester. Hier mit der Sternfrisur. Da gibt es nämlich so eine Simpsons-Folge, wo Lisa Simpsons sein Sailor Moon cosplay. Stimmt. Ich kann ich gar nicht. Ja, das höre ich auch zum ersten Mal. Nein, das ist okay. Wirklich, muss man aber dazu sagen, das ist ein Fanwork gewesen, wurde dann aber für die Ausstrahlung mit reingenommen. Das haben die aus einem Wettbewerb übernommen. Okay. Da ging es einfach darum, dieses, was man heute kennt unter Kinderfilme, ein bisschen mit der, der eigentlichen Kinderszenerie, halt Anime-Filme, zu verbinden. Und was passt da besser, als irgendeinen Anime-Charakter in die Simpsons reinzuschmuggeln? Ja, klar. Weil jedes kleine Kind guckt die Simpsons. Und da dann eine Sailor Moon reinzuschmuggeln oder von mir aus, lass es ein Naruto sein. stell dir doch mal Bart Simpson als Naruto vor. Die Frisur stimmt schon mal. Das habe ich auch schon gesehen. Nee, aber die Frisur stimmt schon mal. Ja. Oder? So, ja, kleinen indirekten Spoiler kann ich euch geben. Wie gesagt, das bitte dann muten, weil sonst kriege ich einen. Aber da ja Walt Disney Star Wars gekauft hat, wie sicherlich einige wissen, und Walt Disney auch Phineas und Ferb macht, könnt ihr euch vorstellen, was demnächst passieren wird. Und sitzt schon zu Hause und arbeitet dran. Also es wird nicht lange dauern, bis das fertig ist. Was sind denn sonst noch so aktuelle Projekte, die du sagen darfst? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das, was ich vorhin nicht gesagt habe. mit den kleinen Zwergen. Ja, mittlerweile ist viel, viel mit Unterschriften und man darf über nichts reden. Was sowieso schon lustig ist, weil wenn man mit der Aufnahmeleiterin die Termine abspricht, dann dürfte man ja eigentlich nicht drüber reden. Also wie soll ich dann ins Studio kommen, wenn ich nicht weiß, wann ich ins Studio kommen soll, weil ich da nicht drüber reden. Da sind sie sich nicht so ganz d'accord, wie sie das immer alles einig unter einen Hut bringen wollen. Nur für Deutschland so oder auch? Aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Nennt sich GEMA. Nein, das passiert schon vor der GEMA, diese ganze Nummer. Ja, das sind diese Sachen. Phineas und Ferb ist ganz groß, immer aktiv. Also wir machen alle 6 bis 8 Wochen 3, 4 Folgen. Die Originale, die Direktor, also der Director und der Produzent und der Executive, die das aus dem Leben oder aus dem Nichts gestampft haben, sind super schnell, sprechen viel selber mit, sind auch in einigen Folgen selber zu sehen in echt und erzählen als Vorgeschichtenerzähler, wie die nächste Folge anfängt. Es soll einen Kinofilm geben, der sollte eigentlich dieses Jahr schon da sein, jetzt kommt er wahrscheinlich nächstes Jahr. Die Serie läuft natürlich. Was haben wir alles am Start?
Werbespots höre ich dich immer wieder. Bei Disney darf ich die Station Voice geben, genau. Da bin ich quasi der Zwischenansager um 20.15 Uhr, 15. Phineas und Ferb im Disney Channel. Dann, was haben wir noch alles? Ab und zu mal ein McDonald's Spot hier und da. Letztes Jahr war es vermehrt. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Ich habe schon mal so Lust zu McDonald's. Ja. Mach's halt so schmackhaft. Ich habe immer gesagt, ich soll es sparen. Ja, dann haben es doch auch gut. Ich mag es auch viel, viel lieber, als ich es eigentlich sollte. Ja, leider. Ja, viel Red Bull kommt mittlerweile auch, weil mache ich sehr gerne, weil sie knausern zwar auch im Geld, obwohl es ein Unternehmen ist, was so unfassbar viel Kohle verdient, aber sie haben ein fantastisches Team am Start mittlerweile, das diese Sport, alle Sportarten eigentlich, die ein bisschen was reißen auf der Welt, mittlerweile in HD, wie die BBC Naturgeschichten erzählt. Und das ist so spannend und die Bilder sind so unfassbar geil, egal ob das irgendwelche Climber sind oder Radsportler oder Motocrossbiker, die laufen zur Arktis und zurück und denen frieren vier Finger ein, egal, ich bin trotzdem dabei und hüpfe gleich auf den nächsten Berg. Super Produktion. Der Sender und der Sendername ist immer noch ein bisschen für mich so, kann ich nicht nachvollziehen, warum es Holorit ist, ja, muss TV heißen. Ist nicht so international, aber laufen geile Sachen, das ist hervorragend. Das ist so ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich da mache. Okay. Habt ihr noch Fragen? Bitte. Und also von diesem Synchronisationsjob kann man dann auch relativ gut leben, also jetzt normal leben. Jetzt ist man sicherlich kein reicher Star, so wie Nicolas Cage oder wen auch immer. Nee, aber dass man doch zumindest ein ganz normales Leben führen kann, mit Familie, mit Auto, mit allem, was ein Normalbürger so braucht. Oder muss man da doch immer ein bisschen wegen Angst haben, so wie man es ja immer mal wieder auf dem Fernsehen, wenn dann plötzlich mal eine Reportage gibt, so, hey, nicht jeder Schauspieler verdient Millionen mit einem Film, sondern manche müssen dann doch zum Amt dann gehen, bis zum nächsten Projekt. Dann. Schauspieler sowieso, also 90% aller Schauspieler verdienen nicht über 14 bis 20.000 Euro im Jahr. Und das reicht nun mal nicht in Deutschland. Schon gar nicht, wenn man in München lebt. Also in Berlin geht es vielleicht, aber in Frankfurt oder in Hamburg habe ich da dann schon ganz schlechte Karten, alleine wegen der Miete. Jein. Man steckt schon viel harte Arbeit drin. Man muss lange dabei sein, man muss sich das Ganze schwer arbeiten. Man muss das goldene Mittelmaß finden. Ich bin momentan nicht so wahnsinnig beliebt, weil ich eben solchen Firmen wie Warner Brothers und sonstigen, wie sie heißen, sage, ne, ins Wort spreche ich nicht für das Geld. Dann könnt ihr gerne mich umsetzen oder jemand anderen nehmen, aber es kommt nicht in Frage. Da macht man sich keine Freunde. Aber man muss einfach ein gut gesetztes Nein auch mal hinstellen, um auch die Branche einfach in einem Preissegment zu bringen oder zu lassen. Und das sehe ich einfach auch als meine Aufgabe. Ich kann es mir, Gott sei Dank, insofern rausnehmen, dass ich einfach nicht mehr so auf die Synchronfirmen angewiesen bin, dass sie auf mich zukommen, sondern wenn ich mal irgendwo ein Loch hätte, kann ich auch einfach das Telefon nehmen und bei Disney oder irgendwem anrufen und sagen, ich habe jetzt Zeit, gebt mir einen Film. Und dann kommt er auch. Da muss man natürlich erst hin. Aber meine Tochter zum Beispiel, da werde ich alles tun und dran setzen, dass sie nicht Schauspielerin wird oder... Frech gesagt. Sagen wir so, als Schauspieler ist es meine Überzeugung zu sagen, du brauchst mindestens 4 bis 5 Standbeine, damit du keine nächtlichen Ruhestörungen hast und ruhig schlafen kannst. Ich habe auch 5 Standbeine. Ich spreche, aber seit 2001, seit der Kirchpleite, ich habe von massiv sprechen, sehr viel sprechen bis zu 30.000, 40.000 Takes im Jahr bin ich runtergekommen in einem Jahr nach der Kirchpleite auf unter 2.000 Takes im Jahr. Davon kann man nicht leben. Jetzt ist es Sprechen, Synchron sprechen, Werbung, Selbsttexte schreiben, Regie machen, Regie für andere Kollegen, Comedians, die nach oben kommen wollen. 3, 4, 5 Standbeine, da können 3 wegbrechen, kein Thema. Dann geht es woanders weiter. Wenn die 2 dann noch da sind, dann baut man sich wieder 3 andere auf. Aber es müssen, man darf sich nicht dem Irrglauben unterliegen, dass es, ich werde Star und ich verdiene Millionen. Und ich kann das auch jedem nur
mit sehr großer Vorsicht genießen. Also ein Nicolas Cage und ein Tom Cruise und wie sie alle heißen, die sind alle einem Druck untergesetzt. Da ist die deutsche Nationalmannschaft ein Scheißdreck dagegen. Also die werden mit Angeboten unmoralischster Form angesetzt und ob das mit Drogen oder Alkohol zu tun hat, ist völlig egal. Das sind einfach alles Sachen, die haben auch kein Privatleben. Jetzt haben wir die Drohnen noch mittlerweile überall. Jeder Paparazzi hat 3, 4 Drohnen zu Hause und fliegt nur durch Hollywood durch und schaut, wen erwischt er denn jetzt nackig. Das möchte ich zum Beispiel nicht haben. Und diesen ganzen Sachen muss man sich schon auch mit jungen Jahren auseinandersetzen, wenn ich sage, ich will Schauspieler werden, willst du Schauspieler oder Star werden? Das ist ein großer Unterschied. Willst du einen kreativen Job ausführen, ein Künstler sein, weil du das liebst und weil du gerne in Rollen schlüpfst? Oder willst du nur von Paparazzis gejagt werden? Da muss man, glaube ich, schon immer einen großen Unterschied machen. Und da kann man bei wachen Kindern, glaube ich, schon relativ früh anfangen, mit solchen Themen drüber reden. Weil das sind diese Gefahren. Und es gibt nach wie vor, ob in Hollywood, Bollywood oder irgendwo auf der Welt, in Berlin, keine Verbände oder keine Aufsichtspflicht, solchen Leuten Psychologen an die Seite zu stellen oder Leute an die Seite zu stellen, die sagen zum Beispiel eine Britney Spears, die hätten sie nie so abgeschossen oder abschießen können, wenn sie die einfach mit einem Psychologen oder mit einem Betreuerteam, die denen sagt, jetzt mach mal langsam und mach mal die Karriere, komm wieder runter. Die wurde schnell zum Star, viel zu schnell meiner Ansicht nach, wurde verbraten, verheizt und dann von der Presse 2 Jahre veräppelt. Und das kommt dann dabei raus. Die ist bestimmt nicht komplett selber schuld oder wollte das alles so, wie es ist. Ist für mich nach wie vor eine fantastische Sängerin, aber die wurde halt durch die Mangel genommen, wie sie es gerade von den Medien gebraucht haben. Und die Medien haben keine Moral, wenn es darum geht, Zeit darum zu verkaufen. Und das ist eine große Gefahr und deswegen ein bisschen schade in Hollywood, wo so viele tolle Produktionen rauskommen, dass was nach dem Stardom, nach der Berühmtheit passiert, ist uns egal. Dann ziehen wir dich auch noch unter den Kakao und dann können wir nochmal Geld damit machen. Ist schade. Aber darauf muss man die Leute schon so ein bisschen vorbereiten, finde ich, zu sagen, das ist nicht alles nur heile Welt und schön und toll. Und Hauptsache, sie trägt ihr Gucci-Uhr oder Kleidchen, damit es auch viele nachkaufen. Das ist schön, das ist toll, das macht es wunderbar für die Marketingfritzen, ein schönes Plus einzufahren. Aber realistisch gesehen muss man einfach sagen, es ist nun mal nur Entertainment. Und am Abend will man ja auch in Ruhe zu Hause vor dem Fernseher sitzen und einfach mal sich nicht drum kümmern müssen, ob eine Drohne vor dem Fenster sitzt. Okay. Und beobachtet. Und es ist nun mal so. Es ist wirklich so. Die Fotos von der Katie wurden alle mit Drohne geschossen. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es schade, dass die trotzdem so wahnsinnig viele Zeitungen dann verkaufen, weil da ist es auch in der Verantwortung zu sagen, nö, das unterstütze ich nicht. Weil die hat auch ein Anrecht auf Privatrecht. Die Zeitungen sagen dann immer, ja, damit muss die rechnen. Ja, die muss nicht damit rechnen, dass Drohnen durch ihren Garten fliegen, weil das ist ihr Grundstück, da darf überhaupt nichts durchfliegen. Also die kommen alle nicht legal an diese Fotos ran. Nee, das ist ja dasselbe wie mit dem Michael Schumacher, wo die auch Unterlagen aus dem Krankenhaus und so weiter. Aber man hat ja nichts davon in der Presse gesehen, wo man dann wieder auch wieder den Unterschied zwischen Deutschland und so den Staaten jetzt hat. Ja, also da kann ich Deutschland dann auch nicht schützen, genauso wie Amerika. Ich war 3 Jahre in Amerika, ich habe da meine Ausbildung gemacht, ich liebe die Amerikaner, aber nur die landesinneren Amerikaner, weil die in der Großstadt sind einfach für mich patriotische Vollidioten, die einfach sich von der Regierung in diesem Schaftum sich zwängen lassen. Und die ganze Welt ist böse und bleibt zu Hause und kauft viel ein, dann können wir viel konsumieren. Und so halten wir euch unter Kontrolle. Ich weiß nicht, wie ihr zu 9/11 steht, aber dass da die Amerikaner irgendwo ihre Finger drin hatten, weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Die Einzigen, die es nicht wissen, sind die Amerikaner und das finde ich schon sehr lustig. Aber zurück zu unserem Thema. Die nächste Frage. Wie viel haben wir? Wir haben noch 25 Minuten. Das ist hervorragend. Fragen? Ja, schön.
Und im Grunde genommen kann man jetzt einen Synchronisierungs- oder Synchronisator, ich weiß nicht, was man da ja eigentlich bis zu seinem Lebensende machen, oder? Das ist ja eigentlich ja kein Job, der jetzt quasi wie jetzt ein Büroangestellter dann ein festes Rentenalter, so 65 und zack. Gastel, 92, wow. Spricht Homer Simpson. Echt? Jetzt? Ja. Wow. Der ist so fit wie nie zuvor. Also, der ist fit, der ist manch anderer. Der ist richtig gut unterwegs. Der bei South Park spricht er doch auch total oft mit, gell? Ja, vor allen Dingen muss auch noch ein Kompliment ihm gegenüber aussprechen, weil in dem Alter noch solche Stimmen hinzubekommen, ist auch echt nicht schlecht. Ja. Ja klar, kann man. Das ist bei Männlein, Weiblein immer ein bisschen unterschiedlich, also weil halt einfach in diesen älteren Kategorien, bis auf Meryl Streep, nicht so wahnsinnig viele Frauen in den Filmen oder Serien unterwegs sind. Bei Männern ist es ein bisschen mehr, deswegen tun sich die da vielleicht ein bisschen leichter. Aber klar, geht, machen auch einige. Gibt da viele, viele tolle Sprecher. Die meisten sind allerdings schon so, dass sie sich schon genau überlegen, was sie genau machen. Weil die haben alle so wahnsinnig viel gesprochen in ihrer aktiven Zeit, von den 60ern bis zu den 90ern, dass viele sagen, ich sitze lieber in meinem Garten und lasse mich gut gehen. Ich meine, die sind alle zwischen 75 und 95, die älteren Kollegen. Und dass die nicht auf jeden Bauer sucht Frau, Dingens Lust haben, ist dann, glaube ich, auch zu verstehen. Okay. Bitte? Jemand von euch? Eine Frage, warum heißt es in der Serie oft Tuxedo Mask und nicht Tuxedo Mask? Wenn man schon das englische Wort nimmt, dass man es dann wenigstens dann konsistent so ausspricht. Ja, da hat's, das ist eines unserer Hauptprobleme im Synchron, diese Kontinuität, gerade mit Du-Sie, das haben wir eher das Problem als die Amerikaner oder die Franzosen haben es noch. Da müssen wir immer höllisch drauf aufpassen. Ich habe mir dann irgendwann Namensaussprachelisten gemacht und Du-Sie-Listen, weil ich einfach dann irgendwann nicht richtig geblickt habe, gerade bei Phineas und Ferb. Wie hat er den angesprochen? In Folge 23, in der 7. Minute, musste dann eine Liste parat haben, sonst suchst du dir einen Wolf. Es gab bei Sailor Moon ein, zwei Wochen, drei Wochen mal einen Regiewechsel, weil der Herr Gruppe war, glaube ich, krank oder war nicht da. Und da hatten wir weitermachen müssen, weil es gab irgendeinen Abgabetermin, war knapp. Und wir hatten noch einen anderen Tonmeister. Das heißt, der Einzige, der Ahnung hatte von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, war der Sprecher, der dann da war. Und der sieht nur die Bruchteile von dem, was er macht. Also kann er dem Regisseur hinten, der nicht weiß, was da gerade abläuft, nicht sagen, du, den Take davor, der spricht mich aber jetzt so und so an. Das ist doch Quatsch. Vor allem muss man ja bedenken, in der Rolle zum Beispiel von Tuxedo Mask, er sagt ja selber oft seinen Namen gar nicht. Wenn dann ruft eine Sailor Moon Tuxedo Mask und wie es sonst noch heißt. Ja. Deswegen ist es dann auch schwer, wenn man vorher da, wie du schon meintest, ich war vorher dort und jetzt muss ich eine Übergabe machen, wie es war, zu sagen, oh, man spricht mich aber so aus. Ja, ja. Ja. Und das ist immer wieder ein Thema, gerade bei diesen japanischen Sachen, auch mit den erste Silbe, zweite Silbe, dritte Silbe betonen. Und was macht man dann, wenn man's auffängt und man findet es heraus? Oh, wir haben in der zweiten Folge vorletzte Woche oder vorgestern haben wir einmal das und das gesagt. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt her und lasse drei von den Hauptrollen-Mädels, von den Sailor Moon-Mädels, das alles nochmal sprechen und das ausbügeln? Oder mache ich das jetzt kongruent weiter? Damit es eine Linie hat oder behält. Und natürlich ist es in den meisten Fällen so, dass man sagt, nee, wir gehen zurück und machen diese 5, 10, 20, 30 Takes nochmal, um es wieder dahin zu kriegen, wo es war. Wenn jetzt aber irgendwer fehlt im Team und nicht da ist und dann vergehen irgendwie 3, 4 Wochen und dann ist genau diese eine Folge, wo es falsch ist, ist in diesem, wir müssen es jetzt abgeben und der Sprecher ist aber im Urlaub und dann vergehen nochmal 2, 3 Wochen und dann läuft es.
Und dann ist es zu spät. Mhm. Und dann ist halt die Frage, was machst du dann? Sagst du dann, dann müsste man, das ist sowas, wo du sagst, das wäre so ein Q&A-Panel für die Fans, wo du sagst, pass auf, uns ist der Fehler begangen, dann müsste natürlich die Firma auch die Größe haben, das wirklich öffentlich zuzugeben. Ja. Wie wollt ihr das jetzt weiterhaben? Ja? Sollen wir es jetzt einfach ignorieren, den Fehler, und sagen, haut drauf, hau ein Ei drauf, ist uns passiert. Mhm. Und die Fans wollen aber das weiterhin jetzt ab dann Folge X wieder für Tuxedo Mask haben. Und nicht Tuxedo Mask oder noch was Schlimmeres. Dann wäre das eine Beantwortung, die die Fans tätigen können. Mhm. Wo ich total dafür wäre, weil uns erleichtert das ja nur die Arbeit. Ja, wenn jemand noch anders Experte ist als man selber und dann auch noch in der Fanpage oder auf einer Homepage vielleicht sogar noch auf 1000 Experten trifft, ja, kann eigentlich nur von Vorteil sein. Ja, das denken wir uns dann auch, wenn wir den Vergleich ziehen zwischen den Inuyasha-Fans, was sie auf die Beine geschaffen haben. Da könnte man sich schon denken, dass wir das auch mit Sailor Moon vielleicht schaffen können. Ja. Natürlich muss man bedenken, wo liegen die Rechte, und die meisten Sailor Moon Fans wissen, dass Toei Animation nicht einfach ist und dass die immer ihren eigenen Kopf haben. Da haben wir schon vom SLG-Team schon unsere Erfahrungen gemacht, dass die nicht so einfach zu knacken sind. Aber wir geben auch das Feedback auch den deutschen Lizenzgebern immer weiter, und ich glaube schon, wenn wir unsere Stimme erheben, dass wir dann schon was schaffen können. Ja, und auch finanziell. Wie gesagt, da muss man, glaube ich, so ein bisschen den Stachel rausnehmen und ein bisschen die Angst auch vor den Fans. Natürlich sind da ein paar Summen am Start, aber mein letztes Werk, Veronica Mars, da gab es eine lange große Serie, die ich hervorragend fand. Die lief ARD, in den öffentlich-rechtlichen oder irgendwo, ZDF, ARD. Eine Serie, und dann kam jetzt dieser Kinofilm hinterher geschossen. Der kam für Warner Brothers, war es, glaube ich. War es Warner Brothers? Ich glaube nicht. War es zu spät, die wollten es in Amerika nicht haben und haben gesagt, nee, die Fans sind lange durch, die haben abgeschlossen mit der Serie, die wollen den Kinofilm nicht. Herr Autor, nette Idee, danke, Wiederschauen, brauchen wir nicht. Ist der Autor selber hergegangen, ist auf Kickstarter gegangen und hat alle Rekorde, die es jemals bei Kickstarter gab, gebrochen. Schnellster Film zur ersten Million, schnellster Film zur zweiten Million, schnellstes Buch zur dritten Million, schnellsten meisten Fans, größte Summe, bla bla. Und die hatten ja innerhalb von 6 Monaten hatten die 6 Millionen Dollar zusammen, das war ihr Ziel. Und haben mit Kristen Bell diesen Film selber neu aufgelegt. Und danach, nachdem alles fertig war, hat dann Warner Brothers sich beknien lassen und gesagt, okay, dann nehmen wir es halt. Ist ja umsonst. Ja. Also man sieht, wie schnell die Fans da was an den Start bringen können. Und jetzt ist 6 Millionen Euro Dollar für einen amerikanischen Blockbuster nicht wirklich viel Geld. Also der normale amerikanische Blockbuster geht bei 30, 40, 50 Millionen los. Und alle Stars haben mitgemacht. Alle, die in der Serie drin waren, alle Hauptdarsteller waren dabei. Der Autor hat natürlich das Drehbuch mehr oder weniger umsonst geschrieben, klar. Aber dann mit einem guten Regie-Team. Der Film ist jetzt nicht so wahnsinnig super, super toll, aber der knüpft dann die Serie an. Ich fand die Serie gut, ich finde den Film gut, es war super gemacht. Und wenn man die Preise sieht, was so diese Serie gekostet haben, eine Folge zwischen 500.000 und 1 Million, und die haben den ganzen Film für 6 Millionen gemacht, dann kann ich mir hier durchaus vorstellen, ob es jetzt ein Inuyasha ist oder ein Sailor Moon, mal klein anzufangen mit 5 Folgen, sich die Rechte zu holen, dann wird man da nicht mehr als 40.000, 50.000 Euro zahlen. Und das ist bei ein paar tausend Fans ganz schnell drin. Das Problem ist ja jetzt nicht, ich kann es jetzt nur aus der Sailor Moon Sicht erzählen, weil ich das weiß, die Rechte, nein, eigentlich nicht, die Rechte zu den Specials sind ja eigentlich gar nicht vergeben. Also wir haben ja schon einmal die positive Erfahrung gemacht, auch mit Crowdfunding, wie jetzt Kickstarter, wir haben es über eine andere Plattform gemacht und haben halt Geld gesammelt, um ein Projekt von uns umzusetzen auf der Buchmesse, hat super geklappt, die Fans standen hinter dieser Idee und haben wir in kürzester Zeit das Geld zusammengesammelt. Deswegen, natürlich müssen wir vorher erstmal reden mit den Lizenzgebern. Hey, wie sieht das aus? Denn es ist dann auch schlecht, zuerst in die weite Welt zu verbreiten. Ja, wir sammeln Geld ein, wir wollen die Specials nach Deutschland holen oder die... Ja, das geht nur in Kooperation mit den Rechteinhabern. Man muss dann nur beide Seiten mit einem Aber, also wenn eine Firma nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann wird sie immer sagen, bei
Rechten, die sie haben und die einfach nur tot rumliegen, das bringt ihnen ja nichts. Das macht ja kein Geld und es produziert auch kein Geld. Wenn jetzt jemand anders herkommt und sagt, er würde gerne das zu Geld machen und macht dann auch noch die Arbeit, wäre die Firma schön blöd zu sagen, nö, danke. Die hat nichts damit zu tun und hat die Chance, damit Geld zu verdienen. Also wenn jemand nicht ganz doof ist, als Geschäftsführer sagt, ja, mach mal. Und gibt dir dann auch diverse Rechte, damit zu werben und auf Kickstarter oder auf diverse anderen Plattformen das grüne Licht auf jeden Fall zu haben. Ich bin autorisierter Lizenzgeber und darf dafür werben. Und dann kann man ja immer noch sich mit denen zusammensetzen und fragen oder Deals ausmachen. Man kann auch sagen, wenn es nicht ganz gereicht hat von der Finanzmacht, macht die eine Hälfte, zahlt man im Vorhinein und dann schaut man, was die Sache ist und dann macht man auch einen DVD-Deal. Also es gibt tausend Möglichkeiten, da muss man sich nur im Internet schlau machen, in welcher Reihenfolge, es muss rechtlich abgesichert sein, man muss sich die Rechte holen, man muss sie auch rechtlich absichern, aber es ist kein großes Hexenwerk. Also Privatpersonen können da auch viel erreichen. Ja, und man hat es schon oft genug erlebt und wie gesagt, also mir persönlich ist das letzte Mal passiert bei den Filmen von Inuyasha, wo es einwandfrei lief. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, was sie verkauft haben, aber es müssen schon ein paar tausend DVD-Lizenzen gewesen sein, die da über den Tisch gelaufen sind. Und so eine DVD kostet ja dann auch immer 29 Euro, also damals zumindest. So schlecht kann es nicht gelaufen sein. Und der Vorteil ist ja auch bei Fans einfach der, ihr habt eine, gehe ich jetzt mal davon aus, auch eine Ideologie am Start, die sich vielleicht ein bisschen mit den Geschäftsführern zwickt, aber ihr sagt jetzt nicht, wir müssen 53 Millionen DVDs verkaufen, wir sind froh, wenn wir auf Null kommen, haben unser Ding endlich synchron komplett. Das ist ja das eigentliche Ziel. Und wenn das erreicht ist, dann ist gut. Ja. Und dann kann man die Lizenzrechte auch wieder zurückgeben und dann können sie es wieder einmotten, wenn sie wollen. Aber es wurde synchronisiert und es ist fertig. Was Sie da jetzt angesprochen hatten mit den Lizenzen, dass die eigentlich recht blöd werden, wenn einer sagt, es liegt nur rum und ich übernehme es. Dafür gibt es auch gute Beispiele, dass es wirklich auch teilweise große Firmen gibt, die echt so blöd sind und das nicht machen. Ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele jetzt zur Zeit dürfte sein auf dem Pay-TV-Sender Animax, SAO2, also Sword Art Online 2. Die Rechte haben sie sich jetzt noch nicht mal wirklich geholt. Sie wollen es nicht übersetzen lassen, nicht synchron sprechen lassen, weil sie sich sagen, wir geben das Geld nicht aus für diese, die wollen die Rechte einfach nicht komplett abtreten, um eine Synchro anfertigen zu lassen. Gibt es ja immer wieder. Es gibt und es ist generell bei Sky gibt es wahnsinnig viele Produktionen, die auch von Kirchseite noch im Keller schlummern. Anders, ich finde es halt irgendwo ein bisschen blöd, weil ich sag mal so, gerade auch in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern, es gibt Hunderttausende, die wirklich darauf warten würden, dass es auf Deutsch kommt, weil einfach der Anschluss da ist. Na klar, Fangemeinden sind groß, aber wie gesagt, also auch so eine Firma mit Ideen, wenn man sich zusammensetzt, schon dazu ermutigt werden, das trotzdem rauszuholen. Und wenn es nur die Online-Kampagne ist, weil es gibt ja tausend verschiedene Rechte mittlerweile. Es muss ja nicht das Fernsehrecht sein, es kann auch das Online-Recht sein oder das Streaming-Recht. Online-on-demand, dann richte ich mich halt an den wunderschönen, meinen momentanen Favoriten aus Amerika, Netflix. Die räumen gerade richtig mächtig auf und machen große, große Konkurrenz. Und viele, viele kriegen jetzt gerade mächtig Angst. Weil die haben eine Kriegskasse, die ist so unfassbar riesengroß. Jetzt haben sie eine deutsche Pendant gegründet hier, also eine Netflix GmbH, oder sind gerade dabei. Da wird sich viel tun. Und die werden viele Rechte aufkaufen und viel synchronisieren, weil die sind eher auf der Künstlervariante zu sagen, wir wollen ein geiles Produkt auf den Markt werfen. Und wir haben jetzt das Geld, weil wir haben einfach gut gewirtschaftet und wir haben nette Ideen und wir haben schöne Produktionen. Und jetzt machen wir erstmal. Und ob wir damit was verdienen oder nicht, ist uns erstmal momentan egal, weil wir haben so viel Kohle verdient, wir machen jetzt erstmal schöne Sachen und dann gucken wir mal weiter. Und das trägt sich momentan sehr gut und sehr schön und sie sind überall dabei, ob jetzt
House of Cards, was sie selber produziert haben, eine der kuriosesten Serien der neuen Zeit. Alles aus dem Hause Netflix. Und man muss sehen, das ist eine kleine Firma gewesen mit nicht vielen Angestellten, nicht vielen Möglichkeiten und haben aus nichts heraus jetzt eine Kriegskasse von 950 Millionen Dollar. Und die produzieren so House of Cards einmal mal aus der Portokasse. Und da sind Riesenstars dabei. Also, die werden den Laden in Deutschland auch ganz, ganz böse umkrempeln und das finde ich super, weil alle anderen müssen nachziehen. Und wenn man nachziehen muss in der Mediarei, dann bewegt sich was. Und das ist immer gut, wenn sich was bewegt. So, habe ich jetzt auch davon bekommen, gehört vor kurzem, dass Netflix jetzt in Deutschland angefangen hat. Das gab es ja vorher genau. Nicht, weil die Rechte müssen ja für jedes Land einzeln gekauft werden bei den Standardlizenzverträgen, die da im Moment im Gebrauch sind. Genau, deswegen haben sie ja eine Tochterfirma gegründet, Netflix GmbH, die gehört dann als Unterfirma der Netflix Amerika und gehen hier erstmal in den Staat. Ich weiß jetzt nicht, welche Stadt sie sich ausgesucht haben für ihre kleinen Frechheiten, aber ist natürlich positiv, weil die natürlich wirklich viel machen und die produzieren einfach auch viel selber. Das hat das, was viele andere noch nicht machen. Ich meine, Maxdome und Watchever, wie sie alle heißen, die dealen ja nur mit Lizenzrechten und machen ja nichts anderes, aber die produzieren einfach selber. Und für eine Firma, die es gerade erst seit 5-6 Jahren gibt, sowas wie House of Cards auf den Tisch zu zaubern, wo viele andere Firmen 20 Jahre, 30 Jahre dafür brauchen, um so eine geile Serie an den Start zu kriegen, das ist schon sehr erstaunlich. Finde ich super, super, super. Und da wird es noch viele Serien davon geben. Und viel schönes Entertainment. Mhm. Ja. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bitte. Es ist jetzt mal was ganz anderes. Zehn. Auch! Ja, nein, sowas. Nee, ich würde gerne noch mal zurück zum Thema Cosplay kommen. Ja. Und zwar, jetzt wo du den ersten Eindruck mal von so einer Convention gekriegt hast, könntest du dir vorstellen, einfach mal, weil in Jasch ist es am bequemsten. Ich glaube, das ist sehr unbequem. Aber mal so als in Jascha zum Beispiel rumzulaufen. Ja. Kann man mit Mike Kostens abklären. Wenn ich das wusste, was hier am Start ist, dann hätte ich mich auch in einem, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel der so anhat, dieser Henry Jascha. Es dürfen eigentlich nur zwei Schichten sein. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist nur ein bisschen ein kleines Tuch. Eine. Nee, ich unterschiede es noch nicht weiter. Nein, eine. Doch, es bei ist das sieht ja nicht aus. Nein, bei Mike Kostens haben sie die Einnähversion. Das ist du ja gecheatet, nein! Du hast wirklich nur das Oberteil und die Hose. Das ist bei denen eine Lage. Gecheatet. Das ist ja, nach zwei Lagen wäre es wahrscheinlich. Das ist schon voll. Ja. Okay. Zwei Lagen ist bei den Temperaturen echt schon so. Ja, klar. Das ist natürlich grenzwertig. Meine Tuxedo-Maske, das ist wahrscheinlich. Ich weiß noch, wie du mich vorstellst. Wenn deine eingebaute Aircondition drin ist, dann gerne. Sagen wir so. Da, von seiner Variante rennen hier 100.000 rum. Und ja. Die benannten. Die tun mir jeden Morgen tun die mir leid, die sich da reinquetschen. Weil ich habe so ein Ding selbst zu Hause rumliegen und. Ja, hier auch, geht's auch jetzt sogar noch glaubt, in den Raum, aber diese Menschen, auch wenn sie recht dünn sind, die stauen die Hitze wie Sau. Ja, also ich kann das nur wiederholen. Ihr seid ja hier auch, sage ich mal, sehr, weiß ich nicht, zurückhaltend oder brav unterwegs mit Leute anfragen. Bei Anime ist es logischerweise in vielen Serien so, dass da auch Synchronsprecher dranhängen und die meisten haben da, glaube ich, nichts dagegen, bei sowas herzukommen. Da auch mehrere Leute an den Start zu bringen, glaube ich, könnte auch dem generellen Event helfen, denke ich mal. Also mit einer Person seid ihr eh noch sehr brav. Ich würde da alle ankarren, die ich so an den Start kriege. Wenn es eh nach uns geht. Wir haben ja nichts gegen. Ich meine, das jetzt nur Zeichentrickserien von Zelda gab es ja, glaube ich, auch. Also den kann man ja auch bestimmt noch ausgraben. Das finden wir. Ich glaube, wir können das alle bejahen. Wer geht denn seit Jahren auf Conventions von euch?
Ich mittlerweile. Zehntes Jubiläum als Helfer. Ja. In den ganzen 10 Jahren, wie viele deutsche Sprecher habt ihr gesehen? Die Conventions holen sich meistens japanische Musiker. Ja. Aber die Deutschen. Siehe nachher wie erste Place. Ja, ich meine, ich finde es so schade, wir sind alle mit Sprechern wie Dominik. Ich finde es auch schade, es gibt keinen deutschen Vocaloid mit deutschen Synchronsprechern. Das war nichts auf die deutsche Fanbase, aber und deswegen kämpfen wir von Sailor Moon German so sehr, dass wir euch immer Synchronsprecher haben. Ich stand auch schon mal im Raum, das wollten zwei Cons, ich weiß nicht, es waren, ich meine, die Frankfurter Buchmesse wollte das mal bringen, aber auch die Dokomi in Düsseldorf. Wir wollten das mal versuchen zu bewerkstelligen, dass man einfach mal so eine Live-Vertonung macht. Ja, du kannst das ja alles mit den Status von dem Anime als Rohling nimmt, unvertont, sprich ohne Stimmen. Und kleine Soundeffekte sind drin, aber dass man halt die Stimmen rausnimmt. Das kannst du alles live machen. Hast du mal auf einer 3 Fragezeichen live? Ja, das macht man. Ja, also. Nichts anderes machen die ganzen Synchronsprecher. Oliver hat es natürlich einfach mittlerweile perfektioniert, aber der macht es genauso wie alle anderen. Und selbst mit Bild wäre das überhaupt kein Problem. Du brauchst einfach nur 2 sehr gute Geräuschemacher und dann kannst du auch das live machen. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch sehr lustig, weil wenn er dann mit den Kämpfereien ein bisschen hinterherhängt, dann kann das nur für Geraune und Lacher im Publikum sorgen. Das ist einfach dann auch lustig und macht Laune und das Event. Aber wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass die meisten was großartig gekostet haben oder in den Ruin gestürzt hat. Von unserer Seite aus, oder? Ja. Nein, also wir haben immer wieder positive Erfahrungen gemacht mit Synchronsprechern und deswegen wollen wir dieses Projekt weiterziehen, dass wir auch auf anderen Conventions immer einen Patengast, sag ich mal, mit dabei haben. Und ja, jetzt wo du das sagst, vielleicht können wir es wirklich eines Tages schaffen, irgendwie so eine Reunion-Show zu starten. Das wäre ja vielleicht mal eine Idee, das auf der Cosplay-Seite anzumerken. Ich glaube, da sind wirklich viele auch dafür, wenn man sowas einfach mal startet. Ja. Beispielsweise auf der Facebook-Seite, wenn man einfach mal so eine Umfrage startet, wie die Leute darauf ansprechen würden. Mhm. Und zur Not könnte man ja auch wieder hingehen. Ich meine, machen sie jetzt bei Versa Place auch wieder. Beispielsweise extra, die finanzieren deren Auftritt mit diesen Konzerttickets für 10 Euro. Warum? Weil 3.000, 4.000 Leute hier rein wollen, nur um Versa Place zu sehen. Und die legen dann die 10 Euro dahin. Ich spreche es halt deswegen an, weil es halt einfach vielen einfach nicht klar ist, dass das der Link zur Serie ist und zu den anderen Serien. Genau. Und der Fan, der da sitzt, auch mal die Möglichkeit hat, da mit reinzureden. Der Link. Was? Ja, ich habe schon angesprochen. Das ist halt einfach so. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich nur einen hierher bringe. Und wie du sagst, Frankfurter Buchmesse, da sitzt sowieso die Marike Oerfinger, weil die für 3 andere Buchverlage sowieso was vorliest. Aber keiner weiß, dass sie da ist. Und sie weiß nicht, dass ihr da ist. Und ihr wisst andersrum. Also die sind eh alle immer unterwegs, die Sprecher. Genau. Die sind eh da. Also warum nicht, sich mit denen zusammenzusetzen? Und dann erfährt man auch mal als Fan, ich kann auch von jemandem zuhören, der eine Serie gesprochen hat, die ich nicht mochte. Da gibt es ja sicherlich auch einige. Aber man hat einfach mal auch die Möglichkeit, damit zu reden und einfach auch mal den Leuten zu erklären, dass da nicht so wahnsinnig viel dabei ist, wenn man sich was anderes wünscht. Und ich glaube, wir haben alle schon eine Synchro gesehen, die wir beschissen fanden. Und da möchte ich gerne den Verantwortlichen, möchte ich gerne zur Verantwortung ziehen können. Und dann habe ich ihn da sitzen und dann kann ich ihn mal ordentlich am Kopf piep, piep, piep. Okay, also vielen Dank für diesen interessanten Input. Sehr gerne. Mit so einem Input, denke ich mir, können wir auch was bewegen. Wir versuchen unser Bestes. Wir danken dir erstmal jetzt für diese interessanten, ja, 1,5 Stunden klaren Antwortzeit. Ein Applaus erstmal dafür. Das war aber noch nicht alles. Wir sehen uns dann, dadurch, dass es eine halbe Stunde Verspätung gibt, also um 15.30 Uhr hier drin wieder, dann wird hier eine Autogrammstunde stattfinden. Nehmt euch mit, was ihr unterschreiben wollt. Fotos werden gemacht, wir haben Autogrammkarten da. Blöcke gibt es zur Not auch unten bei den Helfern zu. Nehmt euer Conheft mit, euer Programmheft. Lasst auf euer Cosplay unterschreiben, alles geht. Wir sehen uns dann später wieder. Dankeschön. Danke. Danke.